interessantes Szenario. Jetzt Montag früh. Ja, ich laufe hier ein bisschen in der Straße entlang. Wurde schon eingeladen auf einen Tee und auf einen Kaffee. Die Leute relaxen beim Arbeiten mehr oder weniger. Also man sieht das hinter mir hier so. Die Arbeit findet hauptsächlich auf der Straße statt oder an der Straße. Super interessant. Also ich bin voller Vorfreude hier auf den heutigen Tag, weil diese Szenerie einfach gigantisch ist und es ist toll. Jetzt gehe ich mal auf eigene Faust los, so wie ich das früher immer gemacht habe. Thais ist noch daheim. Ja, und ich schaue mir einfach mal diesen Stadtteil hier an. Mal schauen, was wir hier erkunden werden. Die paar Wochen, die ich in Marrakesch in Marokko verbracht habe, ist ein Klacks gegen das, was hier in Kairo ist. Es ist unglaublich. Also ich muss sagen, natürlich auch aufgrund dieser Anzahl der Bewohner und auch der ganzen Bevölkerung hier, fast 20 Millionen Einwohner hier, muss natürlich aufpassen, weil du dich schnell verlaufen kannst. Die Stadt ist einfach unglaublich groß. Ja, jetzt bin ich einmal falsch abgebogen. Jetzt habe ich eine andere Abzweigung genommen, eigentlich, als ich mir vorgenommen hatte. Aber spannend, was ich hier sehe. Straße ist wirklich, guckt euch das mal an hier. Das ist so das traditionelle Leben eigentlich hier in Kairo. Ja, dann hier hinten dran dann die Muezzinrufe. Also ist richtig cool, gefällt mir gut. Eigentlich auf der Suche nach einem Supermarkt. Bisher habe ich noch keinen gefunden, eher so Tante Emma Läden. Die haben auch zwar die Alltagsprodukte, so wie Gemüse und ein bisschen Obst, aber ich suche sowas wie Carrefour eher, damit wir mal unsere Küche wieder auffüllen können, weil der Kühlschrank doch leer ist. Bisher waren wir auch noch nicht unterwegs, so dass wir irgendwie ein Restaurant entdeckt haben oder so, wo ich gesagt hätte, da würde ich jetzt mal gerne essen gehen. Ja, ich bin mal gespannt, ob ich hier was finde, weil Google Maps hat mir bisher jetzt nicht geholfen, also hat man mir eigentlich angezeigt, dass in dieser Straße ein Supermarkt sein soll. Bisher aber habe ich diesen noch nicht gesehen. Jetzt schaue ich einfach mal weiter.
Wow, genial. Ich habe jetzt den Supermarkt entdeckt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich da die Sachen bekomme, die ich auf der Liste habe. Lass uns mal erkunden. Das war mein Einkauf jetzt im Supermarkt. Hier sitze ich hier im Uber bei Antonius. Antonius kommt aus Visa. Bye bye. Hi, how are you? Hallo. Hallo Germany. Hallo. Das ist ein sehr netter Mann. Ja, und das ist eigentlich der Tag. So sieht es aus hier mit dem Leben in Kairo, die ersten Tage. Ja, jetzt bin ich mir gespannt, wie es weitergeht. Mittagessen daheim dann. Dann treffe ich mich mit Thais wieder, die im Studium fertig ist, und mal schauen, ob ich dann nochmal rausgehe heute. Seid gespannt. Für jeden, der neu ist, Abonnement da lassen. Ganz, ganz wichtig, ja. Allen anderen, ihr seid spitzenmäßig für euren Support. Also erster Eindruck wirklich hier über Kairo, einfach unglaublich. Das ist eine geniale Stadt. Würde ich euch auch empfehlen. ما لو سمحت وكلت البلح ده ما شفتش انت في ورا.